Willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier aus der TV-Galerie in Bonn. In diesem Video soll es einmal um den Solitaire T der Firma T&A gehen. Wir haben den Konradin Anft von der Firma T&A hier und vielleicht kann er ein bisschen was zu diesem tollen Kopfhörer sagen. Sehr gerne. Als wir unsere ersten beiden Kopfhörermodelle im Markt platziert hatten, kam die Idee auf, was machen wir als nächstes? Und natürlich überlegt man dann, macht man einen geschlossenen, dynamischen Kopfhörer für zu Hause, macht man einen Reisekopfhörer oder macht man einen Kopfhörer fürs Arbeiten? Und je länger wir entwickelt und überlegt haben, umso mehr haben wir gedacht, warum machen wir nicht eigentlich alle drei? Warum machen wir nicht einen passiven, dynamischen, geschlossenen Hörer, der aktive Features wie Geräuschunterdrückung, Bluetooth zur einfachen Verbindung mit dem Handy oder anderen Quellen hat und der auch hervorragend dazu geeignet ist durch gute Mikrofone, dass sie damit Videokonferenzen machen können. Und das war die Idee, den T&A-Klang, den unsere Kunden mittlerweile seit 40 Jahren kennen und lieben, überall an jedem Ort der Welt, egal ob hier oder in 10.000 Metern im Flugzeug, möglich und erlebbar zu machen. Flugzeug ist auch das gute Stichwort. Wir haben natürlich beim Kopfhörer auch wieder die Möglichkeit, Noise Cancelling zu nutzen. Das fand ich auch beeindruckend. Jeder kennt einen klassischen Noise Cancelling Kopfhörer und da hat jeder so seine Nuance, jeder Hersteller. Aber ich fand beim Solitaire T und auch gerade bei der ganzen Verarbeitung, dass das nochmal so heraussticht. Also dieses Noise Cancelling ist nochmal besonders gut. Und auch, vielleicht können Sie da auch noch was so sagen, was mich auch sehr überzeugt hat, war der Tragekomfort. Was haben wir denn da in der Verarbeitung, was haben Sie sich dabei überlegt, dass das einfach so, der sitzt ja wirklich wie angegossen, muss man wirklich so sagen. Vielen Dank. Ich gebe es an unsere Designer weiter. Ja. Die Idee beim Solitaire T war es, zunächst mal wirklich einen passiven Kopfhörer zu entwickeln. Das heißt, wir werden gleich wahrscheinlich ja noch auf den Klang eingehen. Ja. Wir haben aber auch bei der Dämpfung, also was von außen reinkommt, uns nicht nur darauf verlassen, dass wir das nachträglich digital entfernen, sondern auch schon durch die Ohrpolster, durch die ganze Konstruktion passiv eine extrem hohe Dämpfung erzeugt, das also schon mal sehr wenig eindringt. Das sorgt natürlich dafür, dass das Noise Cancelling dann auch sehr gut ist. Vom Tragekomfort her war es wirklich, muss ich ehrlich sagen, ein langer Prozess, eine Konstruktion, Druckpunkte, Materialien zu finden, von denen man sagen kann, ja, diesen Kopfhörer kann ich auch auf einem Interkontinentalflug bequem tragen, ohne dass er mir irgendwann anfängt zu schubbeln oder auf den Kopf zu drücken. Da haben wir mit unseren Materialien eben genau dafür gesorgt, dass sie diese Balance haben aus Komfort, aber trotzdem auf audiophile Reproduktion ausgelegten Klang zu erleben. Wunderbar. Also ich bin auch echt begeistert, als ich den Kopfhörer ausgepackt habe. Man sieht das auch hier in dieser wunderbar schönen Box. Das soll auch nochmal die Wertigkeit des Kopfhörers unterstreichen. Aber wie Sie eben schon ansprachen, es gibt natürlich auch innere Werte. Bevor wir zu den inneren Werten kommen, was ich auch gleich nochmal zeigen möchte, wir werden es gleich einblenden, die ganze Materialanmutung auch schon hier an den Knöpfen, auch an den einzelnen Verbindungen vom Ohrpolster bis zum eigentlichen Bügel, das merkt man einfach, das muss man angefasst haben, dann merkt man diese Wertigkeit. Aber bevor wir jetzt darauf das einblenden, können Sie ja vielleicht ein bisschen was zur Klangqualität sagen. Und wir können ja zum Schluss gerne mal noch ein bisschen was dazu einblenden. Gerne. Der Solitaire T ist eigentlich als passiver Kopfhörer entwickelt worden. Wir haben also nicht den Weg gewählt zu sagen, wir arbeiten nachträglich mit Equalizern, sondern das ist wirklich ein passiver, geschlossener, audiophiler Kopfhörer. Darauf wurde er getuned in einem langen Entwicklungsprozess und dann wurden nachträglich für den 42mm Wandler Features zugeschaltet, wie der Bluetooth-Chip, wie der ANC-Chip und wie unser Wandler, der nochmal extra gelagert ist, ein ESS, der nur dafür da ist, im High Quality Mode, digitale in analoge Signale umzuwandeln. Dadurch haben Sie einen etwas höheren Batterieverbrauch, aber Sie können auch aus den digitalen Signalen, gerade wenn die Kabel gebunden kommen, über USB-C zum Beispiel, wirklich das Maximum rausholen. Was haben wir denn bei dem Kopfhörer, Sie sprachen es gerade an, für Akkulaufzeiten?
wird den einen oder anderen ja auch interessieren, denn gerade wenn Sie jetzt im Flugzeug sitzen, das ist ja in der Regel bis jetzt auf ein paar Kurzstreckenflüge auch mal schnell 7-8 Stunden. Und da wäre es natürlich auch gut, wenn der Kopfhörer das hält. Wie viele Stunden haben wir da an Akkulaufzeit? Aufgrund des speziellen Wanders einen etwas höheren Akkuverbrauch hat, da sind wir bei etwa 35 Stunden Akkulaufzeit maximal. Wenn Sie aber, und das ist eigentlich der häufigste Anwendungsfall, wenn Sie reisen, per Bluetooth und Noise Cancelling zugeschaltet agieren, dann haben Sie etwa 70 Stunden Maximallaufzeit. Also man kommt durchaus auch in die USA ohne nachladen zu müssen. Und vielleicht noch eine Besonderheit, Sie können hier alle Modi durchschalten. Das heißt, wenn Sie den Kopfhörer anmachen und per Bluetooth hören, ist nicht automatisch das Noise Cancelling aktiviert, weil das immer eine leichte Klangverschlechterung zwangsläufig mit sich bringt, weil Sie ja noch Frequenzen einbringen, um den Klang zu neutralisieren, sondern Sie haben hier wirklich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte per Bluetooth hören, aber ohne Noise Cancelling, oder ich möchte im High-Quality-Modus hören. Der High-Quality-Modus schließt natürlich das Noise Cancelling aus, weil es da um die bestmögliche digitale Wandlung geht und da wäre Noise Cancelling nur schädlich. Sie haben es gerade angesprochen, Bluetooth, aber ich hole den Kopfhörer mal raus, denn es gibt natürlich hier auch die Möglichkeit, den Kopfhörer nicht nur per Bluetooth zu betreiben, denn ich denke mal, das war Ihnen auch ein wichtiges Anliegen, hier die Möglichkeit haben, auch auf dem klassischen Wege über die Kopfhörerbuchse zu arbeiten. Da wird nämlich der ein oder andere sagen, das ist vielleicht die beste Qualität, da scheiden sich ja die Geister. Aber selbstverständlich hat der Kopfhörer diese Möglichkeit, darüber zu arbeiten. Fand ich auch wirklich beeindruckend, dass diese Möglichkeit noch vorhanden ist, denn das hat ja auch nicht mehr jeder Kopfhörer heutzutage. Genau, aber es ist letzten Endes die konsequente Umsetzung des Anspruchs, wirklich mit einem passiven Kopfhörer zu starten. Und da brauchen Sie eine passive, drahtgebundene Verbindung. Und die Vision war es wirklich, Sie sitzen zu Hause, meinetwegen an der Serie 200, über die wir schon mal gesprochen haben. Ja. Sie ziehen Ihr Kabel ab, Sie nehmen Ihr Handy mit, Sie schalten theoretisch nur den Modus am Kopfhörer um und können dann in der Bahn, im Park oder auch im Flugzeug nach wie vor die T&A-Klangqualität genießen, egal wo Sie sind. Vielen Dank für die Vorstellung von dem Solitaire T-Kopfhörer. Wir möchten Ihnen natürlich auch die Möglichkeit bieten, den Kopfhörer bei uns mal Probe zu hören. Kommen Sie gerne mal bei uns hier in der TV-Galerie vorbei, hören Sie sich den Kopfhörer an. Und ich darf mich noch ganz recht herzlich bedanken für den Besuch von dem Herrn Konradin Amft. Ich bedanke mich für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns mal hier wieder. In einem neuen Video. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.